Blum für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Bauministerin Hendricks, ich betone diesen Titel deshalb so sehr, weil Ihr Vorgänger diesen Namen nicht verdient hatte. Hier klingt also auch eine gewisse Hoffnung mit, dass sich in diesem Bereich für die Zukunft hier in Deutschland Wesentliches ändern wird. Die Bundesregierung hat uns mit dem Koalitionsvertrag einen wohnungspolitischen Dreiklang, der aus Stärkung der Investitionskraft, Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus und einer ausgewogenen mietrechtlichen und sozialpolitischen Flankierung versprochen hat. Und was Frau Ministerin Hendricks hier heute vorgetragen hat, bestätigt das eben. Das klingt alles schon mal viel besser als das, was wir von Vorgängerregierungen gehört haben oder was diese gar umzusetzen vermochten. Und deshalb wünschen wir uns sehr, dass aus diesem Dreiklang eine harmonische Melodie mit langem Nachhall werden wird. Allerdings zeichnen sich auch heute schon einige Dissonanzen ab. Zum Stichwort Investitionskraft. Frau Ministerin, weder im Koalitionsvertrag noch in Ihrer Rede heute hat das Wort Altschulden der ostdeutschen Wohnungswirtschaft eine Rolle gespielt. Wir brauchen, so denke ich, die Streichung der Altschulden ostdeutscher Wohnungsunternehmen. Die SPD hat mit uns gemeinsam noch in der letzten Legislaturperiode entsprechende Anträge vorgestellt und auch eingereicht. Davon steht aber heute nichts im Koalitionsvertrag, und auch Sie, wie gesagt, haben dazu nichts gesagt. Wir werden weiter fordern, die Altschulden zu streichen und damit die Investitionskraft der Wohnungsunternehmen, zum Beispiel für energetische Sanierung oder auch den altersgerechten Umbau der Wohnungen, zu stärken. Demnächst, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Haushaltsdebatte, und die Regierung will die Städtebauförderung von 455 Millionen auf 700 Millionen Euro aufstocken. Das hat Frau Hendricks hier eben ja auch noch mal bestätigt, ebenso in der Bauministerkonferenz in dieser Woche. Das begrüßen wir sehr, weil auch wir diese Forderung unterstützen. Herr Pronold hat allerdings auf meine Anfrage im Ausschuss diese Woche das schon wieder relativiert. Er sagte nämlich, für 4 Jahre wollen wir über den Betrag hinaus 620 Millionen zur Verfügung stellen. Wenn ich das jetzt mal ausrechne, heißt das, die Differenz von 455 Millionen auf 700 Millionen sind jährlich 245 Millionen mehr. Mal 4 Jahre macht das dann 980 Millionen mehr. Das sind aber, wenn man das auf die 700 Millionen pro Jahr rechnen würde, 360 Millionen weniger, als Sie brauchen würden, um Ihr Versprechen hier einzuhalten. Ich zitiere noch mal meinen Kollegen Bartsch aus der gestrigen Haushaltsdebatte. Mathematische Gesetze lassen sich nicht wegbeschließen. Auch beim Summieren ist für die Regierung klar, dass die Zahl die gleiche ist wie bei der Opposition. Aber in 2014 muss das ja auch nicht mehr unbedingt umgesetzt werden, denn wenn wir im Juni den Haushalt erst beschließen, ist das Jahr halb um. Ehe das dann ausgereicht ist, hat man die Hälfte wahrscheinlich schon wieder eingespart. Stichwort sozialer Wohnungsbau. Sie wollen diesen wiederbeleben. Aber die Mittel mit 518 Millionen pro Jahr, die wir zur Verfügung stellen wollen, werden nicht aufgestockt. Und vor allem, wenn Sie sich das ansehen, werden wir feststellen, dass Herr Schäuble in der Verwaltungsvereinbarung bis 2018 dann auch nicht mal darauf bestanden hat, dass kofinanziert werden muss durch die Länder. Und vor allem hat er die Zweckbindung für den sozialen Wohnungsbau aufgegeben. Ich weiß nicht, wie Sie mit den Ländern vereinbaren wollen, dass das Geld dann zukünftig ausschließlich für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben werden soll. Da sind Sie auf das Wohlwollen der Bauminister angewiesen, aber die haben ihre Haushalte längst auch beschlossen. Und selbst das würde nicht reichen, um die fehlenden 4 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland herzustellen oder ausreichende Wohnungen aus dem Bestand in die Zweckbindung zurückzukaufen. Der Wegfall der Zweckbindung also ist, glaube ich, kontraproduktiv, und da müssen Sie nacharbeiten. Stichwort Klimaschutz im Gebäudebereich. Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm und die energetische Stadtsanierung soll fortgeführt werden. Richtig. Aber auf welchem Niveau und mit welchen Mitteln? Der Koalitionsvertrag spricht von Zusammenfassung von Wohnungsbau und energetischer Gebäudesanierung zu einem Aktionsprogramm. Aber wie? Aus den 518 Millionen Kompensationsmitteln für den sozialen Wohnungsbau oder aus Städtebauförderung und in welcher Höhe? Aus dem EKF, der aber jetzt bei Herrn Gabriel verwaltet werden soll? Da würde ich in der Zukunft gern noch etwas mehr von Ihnen hören, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, die bevorstehende Haushaltsdebatte wird der erste Test für die Ernsthaftigkeit dieser Ankündigung sein. Und es wird sich zeigen, wer den Taktstock führt oder ob der versprochene Dreiklang als kräftiges Fortissimo daherkommt oder doch nur ein seichtes Piano bleibt. Dankeschön.
Und nun hat Marie-Louise Dött das Wort.